Hallo zusammen. Was immer ihr gerade macht, gönnt euch eine Pause und schaut euch die nachfolgenden lustigen Momente an, die von Überwachungskameras festgehalten und von uns für euch zusammengestellt wurden, um euch den Tag zu versüßen. Lasst uns loslegen. Bei so einem Beschützer braucht der Vierbeiner keine Angst vor großen Tieren haben. Hundertprozent Verständnis, null Verurteilung. Sorry, Miss Daxon. Ooh, I am for real. Never meant to chase you down the street. He just wants to come and sniff your feet. I'm sorry, Miss Daxon. Was hättet ihr getan, wenn ihr solche Geräusche gehört hättet? Vermutlich das gleiche wie die Nachbarn dieses Mannes. Angst gekriegt und die Polizei gerufen. Ramp up. Das wäre aber nicht nötig gewesen, denn der Urheber der Geräusche war ein Papagei, den sein Halter kurz nach draußen ließ, damit er frische Luft schnappte. Diese Aufnahmen wirken wie aus einem Police Academy-Film. So retten manche Väter ihre Kinder. Und so manche Mütter. Kelly! I rode home! You are coming out tonight! It is Friday! Already up our Come on, married boy. Etwa jede zweite Gruppe von Freunden mit Anfang 30. Ich hoffe, das war es wert, Kumpel. Es kam, um daran zu erinnern, dass man bei der Hausratsversicherung nicht sparen sollte. Es war ein Wink von oben, dass er heute frei nehmen sollte. So ungefähr sieht nullprozentiges Glück aus. Ich wünschte, jeder hätte einen Freund, der so viel Wiedersehensfreude ausstrahlen würde. Es gab keinen Grund zur Panik. Er wollte bloß kurz Hallo sagen.
Der Kerl macht sich so große Sorgen um die Sicherheit seiner Frau, dass er dafür sorgt, dass sie auf den Ernstfall vorbereitet ist. Es war höchstwahrscheinlich sein letzter Tag in dem Job. In Alaska muss man auch für solche Begegnungen bereit sein. Schlagt in den Kommentaren einen Namen für dieses neue Parkmanöver vor. Ihr Arbeitstag verläuft stinklangweilig. Da darf gern ein bisschen Action her. Wenn man eine Autowerkstatt im Handumdrehen in die Szenerie des neuen Saw-Films verwandelt. Es macht immer Spaß, einem Neuling bei der Arbeit zuzusehen. Wenn sie keine Überwachungskamera hätten, hätte ihnen niemand geglaubt, dass es ein typischer Arbeitstag von ihnen war. Dieser eine Pechvogel, der sogar gegen ein Frettchen verlieren kann. In Indonesien gibt es sehr ungewöhnliche Anhalter. Eine typische Hundereaktion auf das Wort Gassi. Sein Herrchen wird sich dieses Video angesehen und gedacht haben, dass er sich einen Spitz hätte anschaffen sollen. Musik.
wenn The Walking Dead ab 6 Jahren freigegeben wäre. Er mag einen Fehler gemacht haben, aber er hat ihn wie ein wahrer Held korrigiert. Ein Verkehrsunfall, der an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist. So kommt ein Schaltgetriebe zur Welt. Hoffentlich bekommen die Amazon-Paketboten eine psychologische Betreuung vom Arbeitgeber bezahlt. Der Woofie hat noch so seine Schwierigkeiten mit dem Parken. Starker Wind ist die Schwachstelle eines jeden Lastwagenfahrers. Seht euch an, wie die Natur in wenigen Sekunden nicht nur Boote, sondern eine ganze Yachtanlegestelle zerstören kann. Da fragt man sich, was er mit dem 20 Tonnen schweren Rohr machen wollte, wenn er es eingeholt hätte. Er zeigt dieses Video, wenn er gefragt wird, warum die Autowerkstatt pleite ging. Ein weiterer Grund, Schwanken nicht zu ignorieren. Thank you.
Der teuerste und traurigste Dominoeffekt, den ihr seit langem gesehen habt. Bei so viel Glück sollte er Lotto spielen. Das ist etwas in der Sprache von Charles Darwin. Es ist nie zu spät, einen Fehler wieder gut zu machen. Sie scheint die Redewendung bei der Arbeit überfordert sein auf ein neues Level gebracht zu haben. Bei so viel Aufmerksamkeit dürften sie am Ende beste Freunde werden. In China gibt es KI-gestützte Überwachungskameras, mit denen sich die effektive Arbeitszeit der Arbeitnehmer erfassen lässt. Seht zu, dass euer Chef davon nichts erfährt. Da hat sich jemand nicht gerade den besten Platz zum Parken ausgesucht. Aber zum Glück war es ein Smart. Hoffentlich wird es nicht ihre schmerzhafteste Kindheitserinnerung sein. Die Nummer 1 der besten überraschenden Enden in diesem Zusammenschnitt. Recalculating route. Diese Kerlchen halten sich besser an die Regeln als manche Menschen.
Nur zur Info, es war sein Gehaltscheck. So wird Geld in den Wind geworfen. Danke. Das ist es, was hervorragende Unterstützung im Fitnessstudio bedeutet. Sein Plan ging nur haarscharf nicht auf. Ein Passant und zwei Autobesitzer. Auf diesen Aufnahmen sind gleich drei Glückspilze zu sehen. Wenn man das Geschrei hört, könnte man denken, dass sich mindestens ein Leopard in ihr Büro geschlichen hätte. Я люблю тебя. Здравствуйте. Ihr könnt wahrscheinlich sogar durch den Bildschirm spüren, wie peinlich er sich gerade fühlt. Er wird wahrscheinlich nie wieder eingeladen. Er brauchte 10 Sekunden, um zu realisieren, dass er seinen Hausschlüssel weggeschmissen hat. Daumen hoch, wenn euch das auch schon mal passiert ist.
Was für ein spektakulärer Anfang und ein ebenso spektakuläres Ende. Darum sieht eure Pizza nicht so aus wie auf dem Foto in der App. Ich vermute mal, dass der Ratschlag, ein Bierchen zur Entspannung zu trinken, bei ihm auf wenig Begeisterung stoßen würde. Dieser Chef weiß, wie er seine Mitarbeiter auf Trab bringen kann. Er scheint den Dreh noch nicht raus zu haben, wie man beim Drive-In bestellt. Ein kaputter Hydrant und ihr habt den saubersten Geländewagen der Welt. Man sieht sofort, wer hier das Sagen hat. Wenn ihr mit eurer Echse Gassi geht, denkt daran, dass sie den Appetit eines Sperbers wecken könnte. Sie hatten großes Glück, dass sie auf der anderen Straßenseite war. Scheint zu glauben, im Need for Speed-Universum zu leben.